19. Juni. Maria Rosa Flesch. In Schönstatt bei Fallender wurde am 24. Februar 1826 Margareta Flesch geboren. Die Familie lebte in bescheidenen Verhältnissen. Als Vollwaise übernahm sie mit 16 Jahren die Verantwortung für das Überleben ihrer Stiefmutter und der Geschwister. Sie sammelte Heilkräuter, die sie verkaufte. Dadurch machte sie sich schon früh in Heilkunde und Krankenpflege kundig. Zwischen 1851 und 1863 lebte Margareta mit einer leiblichen Schwester in einer Wohnung nahe Waldbreitbach. Die Geschwister gaben Handarbeitsunterricht, kümmerten sich um Waisenkinder, lebten von Näh- und Flickarbeiten, waren in der häuslichen Krankenpflege tätig. Aus diesem Leben für andere entstand 1863 eine Ordensgemeinschaft. Margareta erhielt die Genehmigung, Ordensgelübde abzulegen. Dabei nahm sie den Ordensnamen Maria Rosa an. Sie fand bald zahlreiche Gefährtinnen. 1879 gab sie den Franziskanerinnen von der allerseligsten Jungfrau Maria von den Engeln eigene Statuten. Mutter Rosa übernahm sodann bis 1878 das Amt der Oberin. 1878 zählten die Waldbreitbacher Franziskanerinnen bereits 21 Filialen mit über 100 Schwestern. Seit 1878 lebte Rosa Flesch als einfache Schwester in verschiedenen Niederlassungen des Ordens. Sie starb am 25. März 1906 im Marienhaus in Waldbreitbach. Beim Tod von Rosa Flesch wirkten 963 Schwestern in 67 Niederlassungen. 2008 wurde sie in Trier selig gesprochen. Die Heiligsprechung erfolgte 2018. Bescheiden oder resolut. Der griechische Ursprung des Wortes Charakter, das unsere Eigenart beschreibt, meint eigentlich Prägung oder Spur. Der Charakter der heiligen Margareta Rosa Flesch wird als persönlich bescheiden, jedoch in der Sache als resolut beschrieben. Somit war sie in der Spur Jesu, dessen bescheidenes Leben vom resoluten Umgang und der Liebe zu den Menschen am Rand der Gesellschaft geprägt war. Menschen stehen dort am Rand, wo es an Würde mangelt. Hier sind Solidarität und Zuwendung gefragt. Margareta Rosa Flesch wurde nicht aufgrund ihrer Fähigkeiten in der Krankenpflege oder ihrer sozialen Visionen zur Seligen. Ihr Leben ist vorbildlich, weil sie in ihrer bescheidenen Art resolut unter den Armen die Anwesenheit Jesu Christi erfahrbar machte. Christen sollten also Charakter haben.